Ja, vielen herzlichen Dank. Also an meiner Seite sind eine Wissenschaftlerin und zwei Wissenschaftler, die ich Sie mal bitten möchte, sich kurz vorzustellen, wo Sie herkommen und damit Sie sie kennenlernen, auch welche Gesichtspunkte wir dann später einbringen werden. Also zunächst bitte Frau Klee. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich vertreten sind. Mein Name ist Doris Klee. Ich bin Chemikerin und komme von der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen, habe da Chemie studiert und bin in dem Bereich Biomaterialforschung tätig. Aber zurzeit bin ich Prorektorin für Personal und wissenschaftlichen Nachwuchs. Das heißt also auch gerade in diesem Bereich ist mir die Ausbildung von den jungen Leuten und auch ihren Karriereweg dann in die Industrie liegt mir sehr am Herzen. Ja, vielen Dank. Neben Frau Klee sitzt Herr Alois Schlaab. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Alois Schlaab. Ich bin von Haus aus Ingenieur, habe Maschinenbau studiert und bin dann abgedriftet in die Kunststofftechnik. Zum Glück abgedriftet in die Kunststofftechnik, denn das hat mein Leben gerettet. Meine linke Herzklappe ist aus Polypropylen und die rechte Herzklappe aus carbonfaserverstärktem PEEK. Mein Herz schlägt für Kunststoffe, für Kunststofftechnik und ich werde versuchen, ihn aus der akademischen Perspektive, die ich seit über 10 Jahren vertrete, und auch ein Stück weit aus der Industrieperspektive, die ich 13 Jahre vertreten habe, etwas näher zu bringen, wie ein Ingenieur die Kunststoffwissenschaft und Kunststofftechnik sieht. Ja, vielen Dank, Alois. Dann kommen wir zu Herrn Reinhold Lang. Ja, mein Name wurde schon gesagt. Ich komme aus Österreich, man hört das vielleicht, von der Johannes Kepler Universität in Linz. In Linz ist um 2009, 2010 mit starker Unterstützung der Kunststoffwirtschaft, der Kunststoffindustrie ein Polymerprogramm etabliert worden, das als eines der breitesten Polymerprogramme Europas mittlerweile gelten kann. Erstreckt sich vom Bereich der Chemie, Polymerchemie, über die Kunststofftechnik bis hinein in das Management von Polymer Technologies. Mein spezifisches Fachgebiet sind Polymerwerkstoffe, also die Werkstoffwissenschaften um diese Werkstoffklasse. Und vielleicht zu unserem Programm noch. Es ist international angelegt und ich hoffe, dass auch internationale Interessenten hier sind. Ja, vielen herzlichen Dank. Zur ersten Fragerunde, die wir uns überlegt haben, ist eigentlich eine zunächst mal an alle drei Podiumsteilnehmer. Wie ist eigentlich die Herausforderung in der Ausbildung aus Ihrer Sicht? Was muss berücksichtigt werden? Was muss eingebaut werden? Wie dynamisch muss eine Ausbildung sein? Wie nah an der Industrie? Ich glaube, das sind Themen, die wir berücksichtigen müssen bei der Planung von Ausbildungen und auch sehr, sehr gute Absolventen zu bekommen, aber auch natürlich auch interessierte Studierende zu gewinnen. Ja, Frau Klee, wie sieht es an der RWTH auch oder beziehungsweise mit Ihrer Erfahrung in dem Zusammenhang? Also das heißt, wir gehen jetzt noch nicht auf die Schüler, sondern erstmal noch, genau. Ich finde, wir als Bürger, wir sind uns ja wohl bewusst, ganz viel Chemie bewegt ja unser Leben, unsere Umwelt. Wir sehen ja hier auch in der Halle, die Kunststoffe sind in den Autos, die Kunststoffe sind aber auch in der Text, in der Medizintechnik, überall finden Sie Kunststoffe. Und die Basis, um Kunststoff zu verstehen, ist eben wirklich auch ein Chemiestudium, Polymerchemie. Und wir müssen von vornherein die jungen Leute begeistern. Was lernt ihr hier? Ihr lernt hier Basiswissen, Moleküle, das ist vielleicht trocken, aber was kann man damit machen? Also immer die Anwendung im Auge haben. Und ich glaube, wenn man das ganz interessant vermittelt und sagt, wie wichtig das ist für unsere Umwelt und für unser Leben, dann glaube ich, können wir immer noch mehr junge Leute begeistern, das zu studieren, weil es ist ein schweres Studium, aber hinterher ist es super interessant, weil man damit so viel anfangen kann, weil man sieht, wie wichtig ist das. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe, das Ganze, das Studium interessant zu machen, zu sehen, für was ist das nötig. Und das versuchen wir zu vermitteln, um die jungen Leute an uns ranzuziehen. Und auch, dass man nicht alleine arbeitet, dass man eben einen ganz, ganz engen Kontakt hat, auch zu den anderen Wissenschaften. Chemie ist nicht alleine, das heißt Chemie und Technik, Chemie und Biologie, man arbeitet immer zusammen mit den anderen Disziplinen. Aber darüber können wir nachher noch mehr erzählen. Ja, vielen Dank. Interdisziplinär, also Alois, bitte.
Also ich kann den Ball gerne aufgreifen. Ich sehe das ziemlich ähnlich. Wir haben einen Zugang eigentlich aus drei Positionen zu dem, was wir betreiben. Erst einmal würde ich immer sagen, junge Menschen sollten das tun, wo sie hinzieht. Also was ihr Herz ihnen sagt, was sie tun sollten. Und am Ende müssen sie dafür brennen. Dafür können wir sie ein bisschen vielleicht interessieren. Der Zugang zur Kunststofftechnik kann über drei Ebenen geschehen. Die Kunststofftechnik setzt sich zusammen mit der Werkstoffwissenschaft. Also es gibt Leute, die sind werkstoffbegeistert, können dann darüber den Zugang finden, vielleicht an der Universität über die Werkstoffkunde-Vorlesung, über die Chemie. Das Zweite ist, gerade in den Ingenieurwissenschaften, das sind Techniker. Und die Techniker, die können sie darüber begeistern, dass, naja, wie kriege ich ein Polymermolekül am Ende in die Anwendung? Wie rette ich denn Leben durch Kunststoffe, indem ich ein Produkt habe, was am Ende dafür sorgt, dass der Patient überlebt, wenn der Arzt irgendwas an ihm ausführt? Das heißt, die kunststofftechnische Fragestellung, Verarbeitungstechnik. Und der Rektor aus Aachen, der sagt das immer sehr schön, Herr Staudinger, der hat ja die Definition des Makromoleküls perfekt gemacht. Wenn dann nicht 20 Jahre oder 25 Jahre später die Spritzgussmaschine erfunden worden wäre, dann wäre der Kunststoff nie so erfolgreich gewesen. Also das ist der zweite Zugang, die Verarbeitungstechnik. Und da müssen wir als Drittes noch was haben. Kann man auch in der Schule so einen gewissen Zugang zu bekommen über Kunst, über technisches Zeichnen? Das ist am Ende, landet das in der Konstruktion, also im Designen von Kunststoffen. Und da können Sie junge Leute auch sehr schön abholen, dass man das ja heute mit Computern macht und mit viel Software macht, mit vielen bunten Bildern. Das sind die drei Zugangsmöglichkeiten, die ich sehe. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr schön. Reinhold, deine Sicht der Dinge. Ja, es ist einiges gesagt worden und ich glaube, ich kann das eigentlich auch nur bestätigen aus meiner Sicht. Vielleicht zwei, drei Akzente, die sich lohnt, zusätzlich zu erwähnen. Das Erste, was der Kollege Schlapp gesagt hat, und wir sind ja hier auf der Nummer 1 Kunststoffmesse weltweit, das hat ja seinen Grund, warum im deutschsprachigen Raum Polymerchemie, die Kunststofftechnik traditionell immer sehr, sehr stark waren. Ursache wurde schon genannt, die Polymerchemie mit Staudinger hat quasi die ganze Polymerwissenschaft im chemischen Bereich losgestoßen. Dazu kam der starke Maschinenbau. Die beiden zusammen haben dann die Kunststofftechnik weiterentwickelt. Mittlerweile kommen andere Disziplinen, die das ergänzen, hinzu. Und jetzt gibt es einen weiteren Faktor, der zunehmend wichtiger wird. Der orientiert sich an den globalen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und ich glaube, das, was die sogenannten Grand Challenges anbetrifft, da gibt es eine Reihe davon. Am prominentesten ist sicher das Thema Klimawandel, aber es gibt auch die Fragestellung, die sich um die Kreislaufwirtschaft, Circular Economy und dergleichen dreht. Und da könnte man jetzt noch weitere 5, 6 Themen, Megathemen dieser Größenordnung nennen. Und ich glaube, was wir in unserer Ausbildung jetzt machen werden müssen, den nächsten Schritt zu setzen, diese globalen systemischen Fragestellungen in unsere Disziplinen zu übersetzen, das in die Ausbildung zu integrieren und damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass Absolventinnen und Absolventen entsprechend in ihrer beruflichen Tätigkeit das entsprechend auch umsetzen. Da hat Europa sehr, sehr gute Herausforderungen. Also ich glaube, ähnlich wie das bereits im Bereich der Polymerchemie in der Kunststofftechnik in der Vergangenheit der Fall war, ist aus meiner Einschätzung von den Großregionen weltweit sicherlich Europa wieder hier in der Lage, eine Spitzenrolle einzunehmen. Und an der müssen wir kontinuierlich arbeiten. Ja, vielen Dank. Also die Zukunftsperspektive sieht sehr, sehr rosig aus. Es wird benötigt, Kunststoffe, Weiterentwicklung, wirklich die großen Herausforderungen, globalen Herausforderungen zu meistern. Aber wie kommt man jetzt daran oder wie kann man junge Menschen, Schüler interessieren, sich dieser Herausforderung zu stellen, um dann an Universitäten oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften dort ein Studium in unserem Bereich im Endeffekt anzutreten? Ja, Frau Klee, bitte. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich muss zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch erwähnen,
gerade unsere Universität, wir sagen immer, das ist eine sogenannte Jungensuniversität. Wir haben fast 70% männliche Studierende und eben leider nur etwas über 30% weibliche Studierende. Und deshalb haben wir speziell ein sogenanntes Schnupperstudium, wo dann gerade Mädchen aus ganz Deutschland eingeladen werden. Die können dann eine Woche bei uns studieren und gerade in diesen sogenannten MINT-Fächern. Was heißt MINT? Das ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das heißt, sie schnuppern in Chemie rein, in Physik, aber auch in Ingenieurwissenschaften. Und wir möchten gerade die Schülerinnen sensibilisieren, dass sie sich doch in, dass sie diese Fächer studieren. Weil wir haben wirklich nicht nur in der Akademie, in der Universität, sondern später auch in der Industrie haben wir einen Mangel an weiblichen Führungskräften und an weiblichen Mitarbeiterinnen auf diesem Gebiet in der Forschung. Und durch dieses Schnupperstudium hoffen wir und wir sehen auch schon einen gewissen Erfolg, dass sich mehr weibliche Studierende dann an der Hochschule bilden. Also das ist eine Sache. Unsere Institute bieten dann Workshops an im Rahmen dieser Woche und die Mädchen sind also wirklich begeistert und wir sind auch wirklich froh, dass nicht nur aus dem Umkreis von Aachen die Mädchen kommen, sondern sie kommen wirklich aus ganz Deutschland. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist auch ein Vernetzungspunkt. Sobald die sich treffen und miteinander austauschen und ein Netzwerk bilden, ist das auch für die Zukunft, für die Mädchen auch interessant. Ja, vielen Dank, Alois. Ja, ich finde das eine ganz wichtige Sache und wie Sie das in Aachen betreiben, auch ein sehr schönes Werkzeug. Ich glaube aber auch, wir müssen noch früher ansetzen. Ich glaube, das ist schon relativ spät, wenn die jungen Damen und wenn die jungen Männer an die Hochschule mal zu einem Schnupperkurs kommen. Ich glaube, die Entscheidung fällt schon viel früher. Die Entscheidung fällt nicht für das spezifische Studium, aber die Entscheidung, in welche Richtung, was gefällt mir, was, so das Bauchgefühl, das passiert viel früher. Also da denke, da muss im Elternhaus was passieren, da müssen wir schon vielleicht im Kindergarten einen gewissen Zugang finden. Bei einer Sache kann man vielleicht etwas differenzierter, oder ich sehe das vielleicht etwas anders. Ich selbst habe zwei Töchter. Ich habe sie versucht, in diese Ingenieurwelt auch mitzunehmen. Ich kann Ihnen sagen, Frau Klee, das ist mir nicht gelungen, obwohl ich Sie schon ganz früh mit diesen Themen beschäftigt habe. Also so ganz steuern können wir das nicht. Ja, Reinhold. Ja, der Alois Schlapp hat mir jetzt den Ball dahingelegt. Man kann nie früh genug beginnen, Kinder, Jugendliche dafür zu interessieren. Und natürlich gibt es an zahlreichen Universitäten ja auch schon Kinderprogramme, die das Interesse für Wissenschaften, Technik wecken sollen. Ich darf jetzt doch Werbung machen für den Science Campus und nicht für unsere Idee, sondern ich räume gleich ein. Es war die Idee von Kunststudentinnen und Kunststudenten. Wir haben uns nämlich gefragt, wie transportieren wir auf dieser Messe hier am Science Campus die Idee Polymerchemie, Kunststofftechnik. Und sind an die Kunstuniversität in Linz herangetreten. Die haben daraus eine Lehrveranstaltung gemacht und haben einen Wettbewerb unter Studierenden gestaltet. Wie kann man einen Kunststoffstand gestalten? Die haben sich Zeit genommen, wir haben die einen Tag informiert über unsere Studien. Dann haben die Studierenden ihre Entwürfe vorgelegt. Und was ist dabei rausgekommen? Als Nummer eins und abgestimmt unter Studierendenweit, das berühmte Überraschungsei, das jedes kleine Kind kennt, öffnet und erstmals Zugang zu Kunststoffen hat und entdeckt, was sich da für Überraschungen da drinnen verbergen. Und übersetzt ist das dann weiter worden für die Kunststofftechnik. Was versteht man unter Kunststofftechnik? Was symbolisiert das? Der Legostein. Also bei uns, da steht der Legostein für Kunststofftechnik. Und für die Polymerchemie ist es natürlich das Staudingersche Kalottenmodell, sodass man sofort weiß, wie man da den Zugang schafft. Ich bringe das deswegen, weil auch ich selbst überrascht war, welchen Zugang andere Gruppierungen, und das waren in dem Fall junge Kunststudierende, zu diesem Thema haben. Und ich glaube, auf die müssen wir zugehen. In Richtung mehr Nachwuchs, glaube ich, gibt es nur ein Rezept aus meiner Erfahrung, das wirklich gut funktioniert.
Und das ist die klare Botschaft der Kunststoffwirtschaft. Wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen gut ausgebildete Personen. Es gibt gute Jobs und die Perspektiven sind fantastisch. Wenn diese Botschaft von der Industrie kommt, das ist das wirksamste Mittel. Und da erlaube ich mir durchaus, vielleicht kritisch anzumerken, diese Botschaft könnte von Seiten der Industrie wesentlich stärker kommen. Ja, vielen Dank für dieses wirklich klare Statement. Wir brauchen die Industrie auch wirklich offen zu sagen, es werden wirklich Absolventen benötigt. Die zweite Sache, die ich sehr spannend fand, war, wir müssen in andere Disziplinen gehen. Das Beispiel mit der Kunst. Und ich würde Sie einladen, das sich anzuschauen auf dem Science Campus. Das ist ein hervorragender Stand, kreativer Stand, der nicht nur von der Universität Linz, sondern auch von den anderen Universitäten dort gemacht wird. Bitte besuchen Sie das. Frau Klees, Sie hatten aber eine kleine Anmerkung. Ja, ich hatte noch eine Anmerkung. Herr Schlapp, es ist vollkommen richtig, dass Sie sagen, man muss viel früher anfangen. Und da haben die Universitäten auch noch eine Aufgabe. Wir müssen nämlich gerade unsere Lehrer, die wir ausbilden, gerade auch in Chemie und auch in Biologie, viel, ich finde, noch innovativer ausbilden, weil die Schüler kommen ja in ganz frühen Alter, selbst die Grundschullehrer, mit den Schülern in Berührung und müssen das vermitteln, was wir eben sagen. Die Industrie, okay, aber unser Lehrpersonal muss sensibilisieren und die Ausbildung kriegen sie in der Hochschule. Und deshalb, also es gibt ja jetzt auch neue Lehrerdidaktik für Chemie und Biologie wird gelehrt in den Hochschulen. Ich glaube, da müssen wir viel innovativer sein, dass wir da schon sensibilisieren. Also heißt nicht nur die Studierenden für Chemie, sondern auch das Lehrpersonal. Ja, vielen Dank. Ich möchte dann zum nächsten Komplex kommen. Bachelor-, Masterstudiengänge. In den letzten Jahren wurden die Studien umgestaltet. Es wurde mehr Möglichkeiten gegeben zu wechseln durch das Bachelor-Master-System. Es wurden spezialisiertere Studiengänge eingeführt im Bereich der Polymerwissenschaften und der Kunststofftechnik. Das ist ein Momentum, was wir ausnutzen wollen, um moderne Elemente in die Lehre reinzubekommen, auch im Endeffekt, damit unsere Absolventen vorbereitet sind für diese globalen Herausforderungen. Das ist auch der Grund, warum wir auf diesem Science Campus diese Touch Your Future Landkarte gemacht haben. Und das lohnt sich dort zu sehen. Die steht auch später im Internet zur Verfügung. Und jeder, der interessiert ist, kann sich dort Standorte im Endeffekt raussuchen und Standorte identifizieren, die geeignet sind, um die Ausbildung zu bekommen, die er gerne möchte. Ja, zur Frage, Frau Klee, Bachelor-Master an der RWTH Aachen, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, ist es positiv? Gestalten Sie mit dem Bachelor-Master sind neue Inhalte? Ich glaube, das sind Fragen, die brennen eigentlich jedem. Ja, was man vielleicht hervorheben sollte, wir haben im Bachelor-Studiengang im Curriculum mit eingebunden, den sogenannten Forschungsstudenten. Der Student sollte ja ziemlich schnell kapieren, das, was er in der Grundlagenforschung lernt, wo ist die Anwendung? Und dafür schicken wir schon die Bachelorstudenten in die Labors, dass sie schon ganz eng in den Instituten in Projekte eingebunden sind. Die sollen auch ziemlich schnell als studentische Hilfskraft zum Beispiel ein paar Stunden eingebunden werden, dass sie sehen, wo, für was studiere ich das? Also wo ist die Anwendung? Also ziemlich schnell kapieren, die Institute machen Forschung, große Forschungsprojekte, Drittmittelprojekte, aber auch für die Industrie, dass sie den Sinn sehen. Und sobald das passiert, studieren die Studierenden auch wesentlich lieber, weil sie dann wirklich sehen, ja, das hat einen Sinn, wofür mache ich das? Und ich finde, das muss man im Bachelorstudium schon machen, dass man nicht nur trockene Grundlagenforschung hat, sondern ziemlich schnell in die Anwendung geht. Herr Schlapp. Ja, wir gehen die Runde weiter. Alois Schlapp. Ich denke, dass das System hat sich etabliert und wir müssen das System gestalten. Ich vertrete eine Universität und ich bin der Meinung, dass wir darauf achten müssen, dass der Regelabschluss an einer Universität der Masterabschluss ist. Und für die Ingenieure kann ich sagen, wenn wir das hinkriegen und der Master auf dem Niveau des Diploms, das wir früher verliehen haben, ist, dann ist für uns die Sache in Ordnung. Die Herausforderung, die es an meiner Universität gibt, die ist auf jeden Fall, wenn wir Bachelor ausbilden, dass wir nicht beides können. Also die grundlegenden wissenschaftlichen Fächer in die ersten Semester legen und gleichzeitig sehr anwendungsnah ausbilden. Deshalb
habe ich einen leichten Zweifel, und ich höre das auch aus der Industrie, dass wir in den Universitäten in der Lage sind, wirklich berufsqualifizierenden Bachelor auszubilden, sondern wir müssen dann in die nächste Stufe, den Master, gehen. Wir haben in Deutschland ein tolles System bei den Ingenieurwissenschaften, auch schon früher gehabt. Die Fachhochschulen, die eher anwendungsnah ausgebildet haben, auch in der Industrie, benötigen wir rund 50%, die eher die Dinge anwenden, die anwendungsnah sich einsetzen, und wir benötigen rund 50%, die mit wissenschaftlichen Methoden Probleme lösen. Und eigentlich haben wir das jetzt unter anderem Namen ein Stück weit umgesetzt, wobei die Flexibilität, also die Übergänge, flexibler geworden sind, dass man von Fachhochschulen an Universitäten wechseln kann, um den Master zu machen. Das Umgekehrte ist natürlich auch möglich. Ja, vielen Dank. Reinhold Lang. Ja, als jemand, der das deutsche oder das deutschsprachige Hochschulsystem von innen jetzt seit schon über 25 Jahren kennt, und da ist mein Studium nicht eingerechnet, räume ich ein, dass ich zunächst zu den Skeptikern gehört habe, was diese Umstellung auf das Bachelor-Master-System betrifft. Und zwar aus folgendem Grund. Herr Schlapp hat es schon angedeutet, zumindest im kunststofftechnischen Bereich hatte das deutschsprachige Studium weltweiten Modellcharakter. Wir sind weltweit beneidet worden um diese Ausbildung, und ich kann das auch aus eigener Erfahrung nur bestätigen durch meine Auslandsaufenthalte. Dennoch, glaube ich, hat Herr Schlapp den Punkt gebracht, erstens ist es jetzt da und zweitens gilt es jetzt, das Ganze so zu gestalten, und ich glaube, das ist machbar, wobei eine Prämisse wirklich im Unterschied zu den weltweiten sonstigen Entwicklungen ist: Ja, wir sollten nach wie vor stark darauf beharren, das Bachelorstudium ist nicht dazu da, um dann in den Beruf einzusteigen, sondern ist das Studium, um dann ein Masterstudium weiterzumachen, um diesen alten Ausbildungscharakter zu erhalten. Und jetzt komme ich auf das Positive. Und das ist wirklich ein Punkt, der auch wieder der Entwicklung der Zeit quasi Rechnung trägt. Das Bachelor-Master-Studium und das Konzept, das wir jetzt haben, kann natürlich dazu genutzt werden, wesentlich mehr Flexibilität im Bereich der Mobilität geografisch, aber auch der Mobilität inhaltlich zu ermöglichen für entsprechende Studierende. Und das ist das wirkliche Asset des neuen Systems, die mittlerweile bei mir dazu geführt haben, dass ich sage, ich werfe den alten Skeptizismus über Bord, lass uns diese positiven Dinge heranziehen. Mittlerweile, unser Ziel ist ganz klar, beispielsweise in Linz, wir wollen 50% unserer Bachelor-Absolvierenden im Ausland weiter studieren sehen, in den Masters-Programmen. Gleichzeitig wollen wir 50% unserer Masterstudierenden aus anderen Ländern herholen. Und so ein System geht natürlich nur, weil eine entsprechende Struktur vorhanden ist. Und daher insgesamt mittlerweile meine Einschätzung zum Bachelor-Master-System positiv. Aber durchstudieren bis zum Master, das bleibt. Ja, das stimmt. Ich kann das auch von meiner Seite bestätigen für die Chemie. Auch der Bachelor Chemie ist kein wirklich Regelstudienabschluss. Man muss dort auch bedenken, wir haben sehr, sehr gute Chemielaborantenausbildung, die 3 Jahre dauern. Und eigentlich konkurriert ein theoretisch ausgebildeter Bachelor mit einem wirklich praxisnah hervorragend ausgebildeten Laboranten. Und das kann er nicht gewinnen. Also gilt es da weiter zu studieren in interessante Masterprogramme und nicht den Bachelor als Regelabschluss zu sehen, um direkt in die Industrie einzusteigen. Da gebe ich eigentlich den beiden Herren absolut recht. Ja, wissenschaftlicher Nachwuchs ist die nächste Runde, die wir ansprechen sollten. Die Promotion im Bereich der Naturwissenschaften, im Bereich der Polymerwissenschaften, aber auch im Bereich der Kunststofftechnik ist natürlich eine Voraussetzung für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und auch da hat sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan. Ja, Frau Klee, vielleicht können Sie kurz etwas dazu sagen. Ja, vielleicht sollten wir auch noch sagen, es ist ja doch meist so, das werden die Kollegen hier auch sehen, dass am Ende des Masterstudiums man schon sieht, in welche Richtung man sich vielleicht spezialisiert.
Man kann ja gerade im Masterstudium, man macht makromolekulare Chemie, macht technische Chemie, organische Chemie oder anorganische Chemie, aber man bekommt dann schon ein Gefühl, was möchte ich denn später machen? Und man lernt auch Institute kennen und sieht dann zum Beispiel jetzt, ich komme aus dem DVI, Interactive Material Research, das ist ein Institut, was eben neue Materialien für gerade für die Herausforderungen, diese Global Challenges, was wir eben gehört haben, entwickelt. Wo man sagt, okay, ich möchte das später in der Promotion machen. Ich möchte forschen, Kunststoffe erforschen, die dann später eingesetzt werden, zum Beispiel als neue Implantate, wenn ich jetzt von meiner eigenen Forschung jetzt berichte. Und dann entscheidet man sich und geht dann eben in ein Institut und bekommt dann, wenn man Glück hat, eine Stelle. Wichtig ist, die Promotion ist die erste Qualifikationsstufe und die ist in den Instituten, also in den Universitäten, mit einem Arbeitsvertrag verbunden. Das heißt, man ist beschäftigt. Also das ist das, was wir in Deutschland an für sich wünschen und auch durchsetzen. Und während des Studiums ist man also, während dieser Ausbildung oder während der Promotion lernt man eben selbstständig arbeiten, selbstständig wissenschaftlich arbeiten. Man hat das schon ein bisschen eben während der Masterarbeit gelernt, aber dann lernt man das noch mehr. Man hat eine Verantwortung für ein Projekt, für ein Industrieprojekt, kommt auch schon in Kontakt mit Industriepartnern. Und wichtig ist für unsere Universität, dass dann die Promovierenden nicht nur das fachliche Wissen erlangen, sondern sie sollten auch überfachliche Qualifikationen erlangen. Was heißt das? Sogenannte Professional Skills. Sie sollten Teamfähigkeit lernen, vielleicht auch kleine Führungskompetenz, dass man weiß, wie geht das, Konfliktmanagement. Und dann auch diesen wichtigen Bereich, für was mache ich das, dass man sich auch Gedanken macht, Ethik und Technik, was ich hier erforsche. Ich habe eine Verantwortung für das, was ich erforsche, für die Gesellschaft. Das sind Dinge, die wir den Promovierenden auch vermitteln. Und dazu gibt es eben in der Universität ein sogenanntes Center for Doctoral Studies, wo man sich dann trifft, wo man eben solche Fortbildungen noch oder solche Kompetenzen erwerben kann. Und dazu sollte man auf jeden Fall die Promovierenden ermutigen, sie sollten dahin gehen und nicht nur Fachidiot werden, weil wir bilden sie aus oder sie werden eben ausgebildet für die Gesellschaft, für die Industrie und sollen doch einen breiten Horizont erwerben während ihrer ersten Qualifikationsstufe. Ja, vielen Dank, Alois Schlapp, zum Thema Promotion im Bereich der Ingenieurwissenschaften und Kunststofftechnik. Im Prinzip die gleiche Position, vielleicht ein Stück weit. Ein kleines Stück weit anders, aber im Prinzip das Gleiche. Ich finde, dass ein überfachliches Angebot da ist, finde ich toll. Ein Zwang zu einem überfachlichen Angebot, der Wahrnehmung eines überfachlichen Angebotes, bin ich ein bisschen reservierter. Bin natürlich, im Vorgespräch haben wir das ja auch schon gemerkt, ein Vertreter der Ingenieurpromotion in der Form. Ein Ingenieur, der hat an der Universität seine erste Berufstätigkeit. Wenn einer bei mir rausgeht aus dem Laden, dann hat der 4 Jahre, 5 Jahre Berufstätigkeit hinter sich. Das ist kein Student. Ich habe schon das kleine Problem mit den PhD-Studenten. Ja? Dass die Leute, die promovieren an Ingenieurlehrstühlen, die machen das in ihrer Freizeit. Die haben Projekte zu bearbeiten, die haben sich mit Industrie auseinanderzusetzen, die sind aktiv in der Lehre. Alle diese Facetten, die Sie angesprochen haben, Frau Klee, die kommen schon aus der praktischen Tätigkeit am Lehrstuhl heraus. Und darüber hinaus kann man sich noch ein bisschen was abholen. Dazu müssen die Menschen, die bei uns arbeiten, auch international sich auseinandersetzen. Wir haben Metriken wie Publikationen, Vortragen in USA, in Asien, diese ganzen Dinge schon im Rahmen der Promotion als Berufstätigkeit. Wo ich ein bisschen eine Herausforderung sehe, ist, dass ich gerade feststelle, dass viele Promotionen in der Industrie zurzeit angefertigt werden. Ich treffe auch hier auf der Kunststoffmesse Leute, die fragen, was machen Sie? Dann sagt er, ich promoviere bei, soll ich jetzt mal eine Firma nennen, weiß ich nicht, fange mit A an, Airbus. Ja? Dann sage ich, oh, ich wusste gar nicht, dass das geht. Bei uns in Deutschland geht es inzwischen in Mainz bei Max Planck, ansonsten nur an Universitäten und in Hessen, was ich sehr bedauere, geht es auch an Fachhochschulen. Aber die Industriepromotion, das denke ich, ist ein schwieriger Weg, um wirklich die Qualität, natürlich am Ende, Sie haben es gesagt, eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit, das muss dabei rauskommen. Ja, vielen Dank. Ein richtiger, interessanter und wichtiger Gesichtspunkt. Reinhold.
Ja, wir haben, glaube ich, jetzt schon gehört, dass die Zugänge im Bereich der Chemie, Naturwissenschaften und im Bereich der Technik zu Dissertationen doch etwas anders sind. Ich kann jetzt nicht mit Statistiken aufwarten, aber so aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus würde ich sagen, ein positives Element ist durchaus. Aus meiner beruflichen Tätigkeit in der BASF habe ich mitgenommen, alle Chemiker haben so gut wie promoviert. Also unter den Chemikern war es eigentlich wirklich Usus, das Studium mit der Promotion abzuschließen, während im ingenieurmäßigen Bereich war es eher eine Seltenheit. Das hat sich gewandelt. Der Anteil der Promovierenden auch in den technischen Studien hat stark zugenommen. Und ich glaube auch aufgrund dessen, was der Kollege Schlaab ja erwähnt hat, dass Interaktionen mit der Industrie stattfinden in Form von Projekten, die aber ausreichend vor wettbewerblichen und wissenschaftlichen Charakter haben, dass sie promotionstauglich sind. Und daher sind sie auch an Universitäten anzusiedeln und sind auch da angesiedelt. Das sehe ich ähnlich scharf wie der Kollege Schlaab. Da, wo in letzter Zeit, in meiner Wahrnehmung, erst ganz kürzlich anerkannt wird, dass diese Art der kooperativen Forschung, wissenschaftsgetriebene, vorwettbewerbliche Forschung, sich auch in den internationalen Bewertungen widerschlägt, ist der letzte Shanghai-Index, der erstmals jetzt auch disziplinenmäßig ausgewertet wurde, weltweit. Und da gibt es ein interessantes Ergebnis. Wenn Sie die globalen Universitätsvergleiche hernehmen, dann wundern wir uns immer in den deutschsprachigen Bereichen, ja, warum tauchen da immer nur die amerikanischen und die englischen Universitäten auf, auch noch die ETH und die RWTH Aachen, aber viele andere große Universitäten hier in Deutschland, auch in Österreich nicht, obwohl wir international beneidet werden um unsere technische Ausbildung. Und das hat sich mit dem Shanghai-Index jetzt geändert. Insbesondere gibt es im Shanghai-Index, ich habe das selber erst vor 3-4 Wochen wahrgenommen, eine eigene Kategorie Kooperation von Universitäten mit der Wirtschaft und Publikationen aus diesen Kooperationen. Und das hat einen so hohen Stellenwert in diesem gesamten Ranking, dass eine Reihe von deutschsprachigen Universitäten weiter nach vorne gerückt sind. Und ich glaube, das passt auch gut zu dieser Veranstaltung hier, der Kunststoffmesse. Es geht um die adäquate Kooperation zwischen dem akademischen Umfeld und der Industrie. Ja, vielen Dank. Ich möchte unsere kleine Diskussionsrunde vielleicht auch so zusammenfassen. Wir haben zunächst gesehen, es gibt globale Herausforderungen, die sind eindeutig und wir leben im Zeitalter der Kunststoffe und wir haben dort sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Im zweiten Bereich der Schulen, Universitäten sind offen, Schulklassen zu empfangen, sind offen, Einzelpersonen zu empfangen, Informationen zu geben. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die richtigste Wahl eines Studiums, das richtige Fach und den richtigen Ort. Der dritte Aspekt, den wir besprochen haben, ist das Bachelor-Master-System. Es ist etabliert, wir sind in Bewegung. Jede Universität sucht es vernünftig auszunutzen, zu verbessern und zu verfeinern im Sinne der interdisziplinären Ausbildung. Und zum Schluss für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der Promotion ist es so, dass auch Ingenieurwissenschaften jetzt immer mehr dort promoviert wird. Und wichtig ist auch dort, dass es überfachliche Ausbildungen gibt. Insofern hoffen wir oder hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten, die Sie haben. Aber Sie sehen, wir haben ein homogenes System aufgebaut über die verschiedenen Altersstufen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Klee, bei Alois Schlaab und bei Reinhold Lang bedanken. Und wir stehen alle jetzt auch noch für individuelle Fragen nach dieser Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.